Ja, Münstersichs, willkommen zurück zu Super Mario RPG, die Legende der sieben Sterne. Ja, wir müssen ins Schwammerlreich, wie auch immer, denn Peach ist weg, also eigentlich nicht weg, die ist in Bowser's Castle, aber da kommen wir nicht mehr hin, weil die Brücke ja letztes Mal eingefallen ist. Es ist schwer zu erklären, ein riesengroßes Schwert ist in Bowser's Schloss eingestürzt, namens Exor, glaube ich, heißt es. Genauso wie das hier. Auch ziemlich komisch, im Englischen Mushroom Kingdom heißt. Schwammerlreich ist Mushroom Kingdom. Da muss man echt den deutschen Übersetzern mal auf die Schulter klopfen, weil Mushroom Kingdom ist natürlich nicht nur ein Dorf. Das ist, man könnte sagen, das Toad Town von Mario RPG. Mit verrückten Bürgern. Ihr werdet selbst sehen, was ich meine. Ich bin die Prinzessin. Ich habe die Prinzessin letzter Zeit nicht gesehen. Was? Bowser hat sie wieder entführt? Ja, es ist passiert. Es liegt aber nicht an meinem Nichtskönnen, an meinem Unkönnen, an meinem... Es lag einfach an dem riesengroßen Schwert. Hey Mario, mein Bruder wartet oben auf dich. Ach was? Ich putze und koche nur. Ja, immer schlimm, ne, diese ekelhafte Gesellschaft. Na, der hat, glaube ich, Hunger. Vater am Essen, Mutter am Kochen, Kind am Herumstehen, Laufen, am Nichtstun. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, also die Musik, ey, wie die abgeht. Ich weiß gar nicht, wann es anfängt mit diesen Froschmünzen, von denen ich letztes Mal erzählt habe, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, hier kann man eine bekommen, aber... Ich habe vergessen. Was ist mit dir los? Hast du irgendwie Autismus oder warum springst du auf dem Bett herum? Nicht Autismus, wie heißt es denn? Dass man nicht ruhig bleiben kann. Wenn ich hier umgebe, springe ich sicher so wie du, Mario. Sicher. Klar doch. Juhu! Alter, der explodiert gleich. Man kann sich auch mit draufstellen. Wie gesagt, der Humor ist wunderschön. 1, 2, 3, wenn ich hier umgebe, springe ich sicher so wie du, Mario. Ja. Ich dachte, geht jetzt noch mehr ab. Was ist, wenn ich ihn jetzt sad mache und sage, nee, der schafft's nicht? Ich sag noch einmal ja. Nein, er wird nicht mehr schneller. Ich setz mal, er schafft es nicht. Klar, Kleiner. Besten Dank. Oh. Ich glaube, ich habe seinen Tag vermiest. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich will nicht hier rumspringen wie so ein Bekloppter, ne? Wobei man auch sagen muss, die Froschmünzen, die man durchs Springen bekommt, ne? Also jetzt durchs in irgendwelchen Häusern rumspringen, die sind ja noch human. Es hört sich jetzt ekelhaft an, ne? Wenn man jetzt mal zurückdenkt zu Paper Mario 2 oder in die Zukunft, denkt man jetzt aus betrachtet, da gab es ja auch versteckte Ordenblöcke einfach mal in nirgendwo durchs Ranspringen. Ja, das sind hier die normalen Sachen. Ja, ich weiß, nicht so toll, ne? Hey Mario, schau mal, wo du drin stehst. Was denn? Reingelegt! Alter, richtige Bränke. Ne, hier gibt's auch so Sachen, die kann man nur einmal bekommen, Froschmünzen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Vielleicht, wenn wir auf Toads springen, da können auch irgendwo einfach Froschmünzen sein. Das ist halt... Ja, wir müssen da hin. Einfach eine Stechmücke auf meiner Hand. Die wollten mich, glaube ich. Hey Mario, schau mal, wo du drin stehst. Reingelegt. Alter, es ist einfach Apo-Toad. Apo-Toad. Toad-Schere. Was ist denn da los? Hallo? Ich dachte schon wieder, die Mücke wäre hier an mir, ne? Mario, sagen wir, wir heiraten ja Panne, okay? Nun lass mich noch in der Schaustellung meiner Mutter wachsen. Bitte wer? Bitte wer? Kann ich mich draufstellen? Ich glaube, hier kommt sogar was Lustiges, oder? Ja. Das ist ja lustig, Mario fällt hin. Darf ich ganz kurz mal anmerken, dass hier absolut der Saku-Move gerade drin war? So, der Anti-Saku, weil das Kind fragt, aber... Haben die schon meine Enkelin wie die Prinzessin? Okay. Schön zu sehen, viel Spaß, Junge. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt der Totzo auf der Welt hier. Wobei, der wird ja wahrscheinlich eher im
der Kathedrale sein, was auch immer das da oben war. Ich glaube, es ist kein Schloss, es ist eine Kathedrale. Ich meine, warum nicht, ne? Was ist hier dran? Hallo? Hallo Mario, weißt du was? Warum heißt der Raz? Reini ist nicht mehr nur meine Freundin. Wir werden heiraten. Was? Reini. Und zur guten Zeit zum Heiraten? Ja, drüben. Oder die Kathedrale? Hallo Mario, weißt du was? Ich hab schon wiederholt, das, was ich eben gesagt habe. Einfach nochmal, weil ich so cool und swaggy bin, wie der richtig geile Kumpelpumpel. Ja, na klar doch. Lieber Raz. Der ist bestimmt voll Ran. Was ist das hier? Hotel. Okay. Darf ich die Feine nach? Die kostet nur 3 Münzen. Nee. Es sei denn. Nö. Haben wir echt nicht nötig. Aber speichern. Das haben wir zwar nicht nötig, aber wir machen es trotzdem nicht, weil ich habe nämlich auf Abbruch geguckt. Also ich muss mir angewöhnen, dass die Knöpfe vertauscht sind, ne? Oder ich leg's einfach um, so wie es auf dem Xbox-Controller steht, aber das ist irgendwie... Eigentlich mag ich so die Oldschool-Nintendo-Schlöpfe sind da. Guck mal, hier kann ich auch wieder hochspringen. Das ist eine Sache, die man wahrscheinlich nicht kann, wenn der Typ nicht da steht. Wer ist das denn? Rede nicht mit mir. Also entweder... Na Leute. Rede nicht mit mir. Jetzt habe ich irgendwie verloren! Hör nicht mit mir, sei leise. Hör nicht mit mir. Da hab ich mich hier verloren. Das Ding ist, es gibt so eine Animation Rose Forest und es. Walls of the Forest ist dann irgendwie so eine Nachfolge oder sowas, was weiß ich. Und da gab es so einen ähnlichen Charakter drin, der auch so aussieht wie der Toad. Ich glaube eher, dass der Toad. Dass der Song auf den Toad basiert, statt dass der Toad auch jetzt, ne, von den Deutschen übersetzt. Das würde ja keinen Sinn machen, nicht wirklich. Bitte hoch, ja, bitte hoch. Hallo? Da ist jemand drin. Hallo? Aufwachen? Er wacht nicht. Hallo? Hallo? Entschuldigung? Hallo, Mario, kannst du mal aufhören zu springen? Kann ich nicht ansprechen? Das glaube ich normalerweise nicht. Ah. Noch was? Nee. Okay. Ja, dann, Nacht hier drin? Nein. Warum? Mit dem schon geredet? Hallo? Du? Hey, hast du ja ein Krokodil gesehen? Es redet wie ein Pöbel, der möchte gern. Sicher kein gutes Zeichen. Hey, warte mal kurz, mein Geldbeutel! Ja, Ich will noch nicht zu viel verraten. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele, die das Spiel schon kennen. Also ich denke, es kennen schon ein paar. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte das ein ganz bestimmter deutscher Let's Player schon Let's Played. Nein. Nein. Mm-mm. Auf keinen Fall. Nein. Oh Gottes Willen. Man da gerade hoch? Ich dachte, man kann da gerade springen, wie so ein Verrückter. Yeah, tell me. Viele schleimige Widerlinge sind die Stadt geschlichen. Und zwar unbemerkt. Das geht aber gar nicht. Ich glaube, das ist der Shop, ne? Ja, der Itemladen. Mal schauen. Huh! Was ist jetzt los? Was denkst du, was du machst? Geh auf den Blick da runter. Also ich meine, hier war doch auch irgendwo eine Froschmünze, oder nicht? Oder auf ihm? Oder hier? Also ich bin halt einfach absolut tot, so vom Kopf her. Als ob ich das alles schon vergessen habe. Aber hier unten muss irgendwo eine sein. Na, nee. In dieser Welt gibt es viele versteckte Schätze. Benutze deine tollen Sprungfähigkeiten zum Suchen. Wow. Das hat mir jetzt weitergeholfen. Geht da auch irgendwo noch hin, wo ich noch nicht war? Das Ding ist halt, warum sollte ich jetzt warten, bis der Typ hier rumgeht? Ich meine, das ist natürlich wie so ein Zeichen, ne? Oh, dann viel Glück. Als ob ich jetzt hier rumspringe wie so ein Depp. Oder man kann jetzt oben was finden. Das ist natürlich auch gut möglich. Na, ich denke jetzt hier ist nichts. Ja, aber das war so der Tipp, dass es hier was gibt. Na, jetzt geh da runter, ey. Mario. Na, da wird nichts sein. Kann ich mit ihm reden? Okay, ich beginne nochmal von vorne.
Geh vor die Theke und red mit mir. Okay. Mario, angenehme Überraschung. Einer von Fufuzius' Enkel soll heute was in der Stadt besorgen. Wer ist Fufuzius? Er war aber noch nicht bei mir. Du willst also einkaufen. Wo lastest du? Ja, jetzt kommen wir zu dem Equipment-Zeug und Heilung und so. Ja, man kann Pilze kaufen. Haben wir ja selbst schon welche. Zwei. Ja. Und da steht auch mit, füllt 30 HP auf. Wir haben sogar weniger momentan. Füllt 10 Blumenpunkte auf. Lebtote Verbündete, genau, Muntermacher. Wir haben 0. Brauchen wir momentan noch nicht, weil wenn wir sterben, sind wir tot. Kraftsaft, halt Statusprobleme im Kampf. Ob das jetzt so notwendig ist? Es ist ein Hemd. Rüstung für Mario. Jetzt haben wir eins. Hose. Es ist eine Hose. Hose für Mario. Ne? Ah ne, das ist für jedermann, okay. Sprungschuhe. Benutze Sprungangriffe gegen Gegner. Heilnadel schützt vor Gift. Wäre gar nicht mal so ekelhaft. Wir gucken aber gerade mal. Ausrüsten. Können wir sogar hier drin. Sehr gut. Wir haben den Hammer bekommen letztes Mal. Wegen dem Hammerbrüdern. Ne? Rüsten wir aus. Dann nehmen wir die Rüstung. Und die Hose können wir gar nicht anziehen. Die Hose ist für Mellow. Sorry. Deswegen stand da auch nichts. Ne? Mellow ist der Enkel, von dem der Typ gerade geredet hat. Das dürfte jetzt kein kranker Spoiler sein. Dann können wir theoretisch die Heilnadel oder die Sprungschuhe kaufen. Schauen wir mal nach, was nochmal macht. Benutze Sprungangriffe gegen Gegner. Was? Willst du vergift? Ich würde nicht so. Benutze Sprungangriffe gegen Gegner? Ich hab's einfach mal gekauft, weil ich nicht weiß, was es tut. Nein, das war der falsche Knopf. Alter, ich muss mich daran gewöhnen. A zu drücken. Ah, okay. Abwehr. Erhöht die Abwehr, erhöht magischer Angriff und okay. Wahrscheinlich für den Sprung. Blumenpunkte-Sprung, ne? Warum nicht, ne? Der Shop hat, glaube ich, auch immer mal Upgrades. Aber, ja. Da kann man mal hier unter rein gucken, aber es gibt mehrere Shops, soweit ich es noch im Kopf habe. Nicht nur den hier. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir gehen jetzt aber erstmal die Story vorantreiben. Mario, beeil und der Kanzler wartet. Der Kanzler, was? Mario, beeil und der Kanzler wartet. Ist okay, Leute. Hoffentlich schaffe ich das. Jetzt kann man da eine Froschmünze bekommen, die bekommt man sehr selten. Ich schaff's wahrscheinlich nicht. Ich werde auch kein Safe-Set verwenden, weil die Froschmünzen, so selten sie auch sind, sind ziemlich unwichtig, weil die Items, die man damit bekommen kann, sind irrelevant. Wirklich, die sind nicht notwendig. Das sind meistens irgendwelche übertriebenen Heil-Items. Oder ich weiß nicht, ob es Ausrüstung gibt. Mario, wo bist du ja? Ich melde dich beim Kanzler. Ich warte dann im Thronsaal auf dich. Hier. Ist auf? Ja. Ich hab's geschafft, aber es ist halt scheiße. Wer kommt denn bitteschön darauf, das zu tun? Niemand. Das sieht ja nicht mal so aus, als könnte man sich hier hinstellen. Warum? Square oder Nintendo. Warum? Weil man's kann, ne, würde ich immer mal sagen. Ich würde das natürlich instant auch machen, wenn ich Spiel entwickeln würde. Ich würde auf jeden Fall da Blöcke hinsetzen und Secrets verstecken, wo keiner einen Plan hat. Wobei, dann ist es ja immer interessanter, wenn man dann irgendwann das erreicht, ne? Ja, gut. Es gibt, glaube ich, hier noch ein paar Secrets, aber nicht so ultimativ krasse. Ich weiß auch nicht, ob es die einzigste Froschmünze war. Hallo? Ich bewahre die Schatzkammer. Du brauchst die Erlaubnis des Kanzlers zum Eintritt. Oh, ja. Okay. Ist das hier? Oh, hallo? Wo sind wir hier? Die Wache lässt mich besser in Ruhe, während ich das Gästezimmer putze. Ah, okay. Okay, das Gästezimmer. Ich habe halt wirklich keinen Plan, wo Froschmünzen sind, wo nicht. Ne? Wenn ihr das wisst persönlich, sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Ich selbst bin so ahnungslos wie ein Pferd. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir die Parts machen, weil der erste Part war 35 Minuten lang oder so. Was schon ein bisschen übertrieben ist, kann man schon gesunderweise sagen. Aber ich denke mal so 20, 25 Minuten, weil der RPG braucht immer ein bisschen mehr, denke ich. Trotz tut's Zimmer.
Da gucken wir auch gerade mal was nach. Ich weiß nicht mehr, wo es genau ist. Ja. Plots Tools, Fragezeichen gefunden. Bitte, wer? Hey! Du, was denkst du, was du da machst? Du bekommst das von mir. Wenn du alles lässt, wo es war. Pilz erhalten. Ja, was ist das? Natürlich ist es die Nintendo Power Magazin von Peach und sie will nicht nerdig auffallen, deswegen. Ja, ne? Nee. Relativ denkbar, was es hätte sein können. Im Japanischen heißt es, glaube ich, sogar Peach's XXX gefunden. Ne? Womit man XXX referieren kann, ist ja relativ denkbar, ne? Ja. Auch lustig, warum, aber warum sie es reingemacht haben. Weil sie es können, ne? Ziemlich cool. Hör auf, andere Leute Zeug zurückzuspielen, Mann. Hörsling. Bin doch nur ein Klempner, ich tu meine Arbeit. Stinken und Ohren reinigen. Ja. Wie gesagt, Froschmünzen, wenn ihr eine Ahnung habt, wo welche sind, sagt es mir. Da oben. Ah, aber ich glaube, da gab es keine. Ich glaube, da gab es keine. Ich weiß es nicht. Hä? Er war weg. Er ist einfach weg. Okay, okay. Kanzler? Ja, Mario ist hier. Die Musik geht plötzlich mehr ab. Kann ich mich vorbeischleichen? Nein, nicht da entlang. Mit ihm reden? Na gut. Kanzler. Mario, Gott sei Dank bist du hier. Ja. Wir hörten etwas wie eine Explosion aus Bowser's Burg. Ich hätte fast meine Sporen verloren. Entschuldigung, wo ist die Prinzessin? Sie ging vor Stunden zu dir. Naja, also. Ich befürchte das Schlimmste. Könnte Bowser vielleicht. Ja, also, du weißt, das war Bowser war, ne? Und wir haben so krass gekämpft und dann Peach so, wow. Lebendige Sporen. Du meinst, Bowser hat die Präsenz schon wieder entführt? Ja. Aber keine Sorge. Du gehst jetzt zu Bowsers Burg und rettest Prinzessin Toadstool. Nee, der Bowser hat halt so gelacht, wir haben gekämpft und so, er tot einfach. Und dann Peach, oh, Hilfe, Hilfe. Ja, und dann hat alles gewackelt und dann kam plötzlich Turumpels Master Sword einfach. Irgendwann rein. Aber ich bin vorher hingefallen. Dann kam dieses Schwert. Nein, der war tot. Ja. Was? Du wirkst uneinnehmbar. Welch dunkle Kraft hat das bewirkt? Mario, ihr Leben ist in deinen Händen. Bitte rette unsere Prinzessin. Mario! Naja, ich hätte es fast vergessen. Das wird dir vielleicht nicht helfen, aber nimm es trotzdem mit. Tat erhalten. Ach, schön. Mario! Es ist so geil, ne? Bin ich die Treppe runtergefallen wegen dir? Vergib mir, aber sorge mich um die Prinzessin. Aber ich sorge mich um die Prinzessin. Geh in den Keller und bereite dich vor. Die Wache soll dir helfen. Okay, kann ich nicht vorne mal hingehen? Hallo. Hier ist doch bestimmt auch nochmal was. Es tut halt schon gut mit so einem Sprintknopf nochmal hier überall durchzurennen, ne? Das scheint dann ja auch nochmal schneller zu sein. Viel Glück, Mario. Viel Glück, ja gut. Warum soll... Enttäusch uns bitte nicht. Wo können die Prinzessin nur sein? Wir hoffen alle, dass du sie findest. Ah, das ist der eine Toad, okay, der uns auch begleitet hat. Das Einzige, das wir tun können, ist warten. Enttäusch uns nicht! Alter, alles lastet auf uns. Wenn wir versagen, dann hasst der Kanzler uns. Ich wusste noch nie, dass es einen Kanzler im Pilzkönigreich gibt, aber... Man lernt immer was Neues, ne? So, wir dürfen jetzt hier rein, ne? Hallo? Mario, Mario, der Kanzler hat es mir erzählt. Komm mit, ich zeige dir alles. Hat er sich gebeamt oder wie? Oder hat er schnell einen Brief geschrieben? Was ist denn hier los? Nimm die Schätze ruhig. Das ist eine Münze. Was? Die kleinen sind eine und die großen sind 10 wert. Dies hier ist eine 10er-Münze. Aha. Das ist eine Blume. Je mehr du sammelst, umso mehr Blumenpunkte wirst du im Kampf haben. Ah, okay, das füllt die Blumenpunkte auf. Sehr interessant. Ja, das ist ein Pilz, denn der füllt Energie und Blumenpunkte wieder auf. Warum beides? Leider gehen Pilze, die du als Item findest, nur HP zurück. Also Vorsicht, nicht verwechseln. Ah ja. Das war total notwendig.
Kennst du dich mit Blumenpunkten aus? Nein, eigentlich nicht. Oh, was war das denn? Okay, BP werden im Kampf für Spezialangriffe verbraucht. Zum Beispiel ein Sprung benötigt 3 BP. Jedes Mal, wenn du springst, sinken deine BP um 3. Wenn du keine mehr hast, kannst du diese Attacke nicht mehr einsetzen. Eine Blume erhöht deine Maximal-BP. Fülle BP mit Sirup manchmal pinseln oder im Hotel wieder auf. Aha. Ja, ja, ich kenne mich damit aus, jetzt schon. Aber Sigi. Beeindruckt, Mario. Ja, ich glaube, das war's mit dem Dingsbumsel hier. Die Wache lässt mich besser. Achso. Ja, ich dachte, wir können hier, aber nee. Dann, auf geht's nach draußen. Und hat nicht der ein Hotelbesitzer von dem Enkel gesagt? Komm zurück! Komm zurück! Hä? Ohne, es ist Kroko. Kroko! Das ist das Krokodil, von dem jemand geredet hat, oder? Und das ist. Mellow. Komm zurück! Aha. Eine Wolke, oder was ist das? Es sieht aus wie diese Viecher aus Yoshi's Island. Oh nein, dieses Reptil hat Opas Münze geraubt. Aber Kurs, die Jungs weinen ja nicht, das ist einfach nicht fair. Was soll ich jetzt nur machen? Warum regnet's jetzt? Warum? Wo ist das Krokodil hin? Soll ich hier reingehen? Oh. Nein, danke. Alter, beruhig dich. Beruhig dich. Ich mag das Geräusch nicht. Ja, du bist doch pitschen-patschnass. Ich bin jetzt okay. Entschuldige, heulen ist doch das Allerbeste. Was? Warum ich geweint habe? Und da gibt's einen Grund. Ich sollte ein paar Sachen für Opa kaufen. Als ich in die Stadt ging, heb ich dieses Krokodil auf. Ah. Oh ja, dort hat er sie genommen. Er hat meine Münze geklaut. Er war zu schnell für mich. Mario, zeig uns, was du mit Bowser machen wirst. Alle. Wow, er hat keine Chance. Ich bin einfach nur gesprungen. Wow, du bist Mario. Ich weiß alles über dich. Du springst besser als eine Kiste Frösche. Ich bin Mellow vom Froschteich. Ich bin ein Frosch, glaub mir. Ich kann aber nicht springen. Beeindruckend, nicht? Aha. Ja, sehr seriös. Also Mario, hilfst du mir, diesen widerlichen Dieb zu fangen? Na, Sigi. Oh, guck mal, wie er sich freut. Der Frosch Mellow, der überhaupt nicht wie ein Frosch aussieht, wird Mario begleiten. Yeah! Das habe ich mir schon immer gewünscht, einen Frosch als Partner zu haben, der nicht aussieht wie ein Frosch. Hey Mario, schau mal, wo du reintrittst. Oh, wer hätte das gedacht, dass du mich jetzt damit veralbert hast? Ich jedenfalls nicht. Nein, nein. Das wäre auch viel zu vorhersehbar gewesen. Ja. So. Kann ich jetzt Mellow auch ausrüsten? Weil dann würde ich ihm direkt mal einfach hier hammerhart die Hose reindrücken. Ja. Schön. Waffen hat er nicht. Und wahrscheinlich nur Fäuste bis jetzt. Weil je nachdem, was man auch die Leute, womit man die Leute ausrüstet, ist auch die Angriffsweise anders. Das bedeutet, Mario schlägt es am Hammer und nicht mal mit seinen Fäusten zu. Dementsprechend ist auch die Treffreihenfolge oder wann man drücken muss anders und auch die Angriffsweise. Also auch mit dem Hammer schlägst du anders wie mit den Fäusten. Oder zum Beispiel, es gibt auch Laserkanonen, glaube ich auch, was weiß ich. Kein Plan! Karte. Wir gucken uns mal die Karte an. Schwammerlreich. Ja. Unten die Yoshi-Insel, ne, kenne mich noch ein bisschen aus. Yoster Isle. Was unten links ist, weiß ich persönlich gar nicht. In der Mitte ist auch ein interessanter großer Turm. Und links irgendwie Komet. Man geht quasi einmal drumherum um die Insel, um dann letztendlich auf der anderen Seite wieder bei Bowsers Festung rauszukommen. Macht das Sinn? Nein. Machen wir das trotzdem. Ja. Ist ja nicht so, als gäbst du von dieser Seite der Burg nur die Brücke. Nein. Gut. Man kann sich auch zu 100% sicher sein, dass man von der anderen Seite zu 100% reinkommt. Ja. Jedenfalls, meine lieben Freunde, wir, oder der freut sich schon, der Junge, aber vorher möchte ich nochmal reden.
Stimmt, der wollte ja Mellow, ne? Hey, Mellow! Was hat dich aufgehalten? Ich hab mich gesorgt. Warte, bis du das hörst. Also, warte, ich weiß schon, der alte Frog Fuzis hat mir alles erzählt. Er scheint alles zu wissen. Warte kurz. Hör mal. Eigentlich nun, die Münze wurde gestohlen. Was? Nun, dann können wir auch nicht handeln. Ich eine Schande nicht. Aber kein Grund zur Sorge. Mari wird mir helfen. Wirklich? Nun, mit Mari und deinem Team hast du sie nun wieder. Nicht so schnell. Nimm das mit. Du wirst es wahrscheinlich brauchen. Munter machen. Ach ja. Siehst du? Haben wir zum Glück nicht gekauft. Ich geb's ja nicht gerne zu, aber ich liebe diesen Beruf. Wonach suchst du? Die Heilnadel. Könnte ich Mellow geben, aber ich sag einfach mal danke, aber nein danke. Versuch noch mein Glück hier Vorschmitzel zu bekommen, aber nee, post einfach nur. Was denkst du, was du da machst? Tanzen. Ja und hier, warum sollte ich? Es macht einfach, das macht any Sinn. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt. Aber trotzdem werde ich das nicht im ganzen Raum machen. Oh. Weil ich meine, warum? Und nochmal, das gleiche Versteck wäre ja irgendwie sehr weird. Also, dass man nochmal hier einen Block hinlegt, platziert. Ich meine, hier war sowieso nichts. Wenn, dann müsste hier irgendwas sein. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Na gut, mein Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Bei 26 Minuten kann man das gerne mal machen. Schnell abspeichern. Und diesmal mit Mellow. Ja, war ein bisschen viel Story diesmal, würde ich sagen. Aber ich denke mal, also wenig krasse Kämpfe, ne? Aber ich hätte mich tatsächlich schon ein bisschen überlegt, wie ich das machen kann mit den Kämpfen rausschneiden. Jetzt hätte ich nichts rausgeschnitten, weil wir ja Mellow neu dazu bekommen haben und neue Ausrüstung haben. Weil ich denke mal, bei so Sachen werde ich das immer zeigen. Und wenn wir dann wieder die gleichen Gegner haben, dann kann ich es mit dem Hotkey einfach und rausschneiden. Direkt. Live. Wahrscheinlich nicht so wunderschön, wie es dann wäre, wenn ich jetzt im Video das rausschneiden würde. Aber so verhindere ich, dass ich reinrede während des Kampfes und das dann rausschneiden müsste, weil das hindert mich öfters mal, Sachen rauszuschneiden. Na gut. Ich würde sagen, das war's mit dem nächsten... Mit diesem Mario RPG-Part. Ich hoffe... Die Legende der 7 Sterne, die wird auch euch ein bisschen verzaubern, ne? Mich tut's auf jeden Fall. Ich habe absolut Bock, das Spiel zu spielen. Weil ich glaube, ich mag einfach RPGs. Es ist einfach so. Ich liebe diese RPGs zu spielen und zu leben und... Wow! Ein Teil des Theaterstücks zu sein. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Bleibt münzig. Wie findet ihr denn Mellow? Ist er nicht ein toller Frosch? Ja, nicht wahr? Ja. Wir werden schauen, was das Krokodil noch so das Krokodil hat die Münze geklaut. Wir brauchen die Münze wieder. Ja. Bis dann. Bleib münzig. Tschüssikowski.